Ja, cool. Dann fange ich gleich an. Hi, servus. Ich bin die Lilly. Ich bin da mit meinem Kollegen, mit Michi, frisch gebackener Diplom-Ingenieur. Und der Michi erzählt euch heute ein bisschen über seine Masterarbeit, die er bei uns in der Firma geschrieben hat. Da gleich mal zur Info für euch. Wir arbeiten beide bei der Firma Nice Shops. Das ist ein E-Commerce-Unternehmen in der Südoststeiermark. Und der Michi ist der Backend-Entwickler und Experte in unserer eigens entwickelten Warenwirtschafts- und Lagersystem-Software. Ich will gar nicht zu viel weiter reden. Michi, gehen wir gleich voll ins Thema ein. Über was magst du jetzt heute genau reden? Ja, ich würde gerne heute meine Masterarbeit vorstellen. Generell ist das in einem Projekt im Unternehmen durchgeführt geworden. Es handelt darum, um die Vorhersage der Verpackungsgröße einer Lieferung und das mittels Machine Learning. Und im Detail würde ich auf drei verschiedene Details, also Punkte eingehen. Zum einen mal als Entwicklung vom Vorhersagesystem, dann vom Deployment vom Modell und abschließend dann die Integration in die bestehende Lagersoftware. Ja, cool. Magst du gerne mal sagen, wie bist du zu dem gekommen? Also warum, was waren so die Painpoints bei uns, dass du dir das Thema ausgesucht hast? Also wir versenden über 20.000 Pakete jeden Tag an über 1 Million Kunden. Die Pakete müssen dann natürlich auch verpackt werden. Bei uns schaut das so aus, also das wird das User Interface ist da dargestellt. Im rechten Bereich befindet sich der Warenkorb mit den Produkten, die man dann verpacken muss. Und hierbei relevant eben der linke Bereich, das sind die verschiedenen Verpackungsgrößen, die Typen, die der Lagerarbeiter dann, in das die Produkte verpackt werden können. Und mit einer Vorhersage der Verpackungsgröße kann man dann eben den Lagerarbeiter unterstützen. Man kann eben eine Submenge aus über 40 verschiedenen Größen geben. Und das ist immer Vorteil vom Prozess her. Weiters kann man, wenn man eben weiß, wofür Lieferungen man hat, wofür Verpackungsgrößen in der Lieferung, in welche Verpackungsgröße die Lieferung dann versendet wird, dann kann man pro Lieferdienst quasi das Transportvolumen bereits vorab bestimmen und ja, und dann die Anzahl der Fahrzeuge auch zum Beispiel pro Lieferdienst bestimmen. Und ja. Ja, cool. Du hast entschieden, das mit Machine Learning zu machen. Wie bist du auf das gekommen? Generell haben wir uns für Machine Learning entschieden, weil die Daten im Unternehmen seit einiger Zeit schon aufgezeichnet worden sind. Das heißt, man hat Daten von historischen Lieferungen, die entsprechende Verpackungsgröße. Und Machine Learning ist eben sehr gut im Erkennen von Zusammenhängen in großen Mengen von Daten. Und ja, deswegen haben wir uns für Machine Learning entschieden. Und weiters sind im Unternehmen eben auch die Dimensionen der Produkte nicht oft hinterlegt. Das heißt, Verpackungsgröße nur auf Basis der Produktdimensionen auswählen ist nicht möglich. Hast du da vorher schon Erfahrung damit gehabt? Nein, ich bin eigentlich Softwareentwickler, habe Industrielogistik studiert, habe Interesse dann entwickelt für Data Science, für Machine Learning. Habe mich jetzt in den letzten Monaten im Rahmen der Masterarbeit damit beschäftigt. Habe natürlich nur, sagen wir so, an der Spitze des Eisberges gekratzt, was das ganze Feld betrifft. Dementsprechend ist dann der Fokus von dem Projekt dann auch eben auf der Integration, als einfaches Modell entwickeln und das dann in unsere bestehende Software zu integrieren. Mhm. Und wie bist du das da, also mal so vom Anfang an, wie bist du dann das ganze Projekt einmal angegangen? Wir haben den Ablauf in drei Teile, kann man sagen, unterteilt. Zum einen zuerst war das Data Engineering, da haben wir die Daten erfasst. Wir haben ja verschiedene Shops, die alle eigene Datenbank haben. Die Daten haben wir dann über REST abgeholt, haben die Daten dann über Google Colab Notebook analysiert und dann auch aufbereitet. Also Google Colab Notebook kann man Python-Code im Browser schreiben und so eben schnell Daten analysieren. Mit den aufbereiteten Daten haben wir dann Features ausgewählt, mit diesen Features dann die Modelle trainiert, die Modelle dann evaluiert und abschließend im Rahmen des Modell-Deployments die Software in die bestehende Software eingebunden, also das Modell in die bestehende Software eingebunden und dann ist jetzt seit kurzem im Einsatz im Lager. Ja, cool. Wir sehen da viel von dem Modell. Wie seid ihr die Entwicklung von dem angegangen? Ja, also wir haben zuerst die Features einmal definieren müssen, mit denen wir das Modell dann trainiert haben. Da haben wir das Gewicht der Lieferung, die Anzahl der Produkte in der Lieferung ausgewählt
und zwei Flags, eben ein Flag, was die selbst angibt, ob es sich um eine Selbstabholung handelt, ein weiteres Flag, das angibt, ob es sich um Kühlversand handelt und ein approximiertes Volumen. Und mit diesen Features haben wir dann Modelle trainiert. Da haben wir Skykit-Learn als Python-Bibliothek verwendet, weil es für mich als Einsteiger ja sehr einfach war, mit vorimplementierten Algorithmen verschiedene Modelle zu trainieren. Unter anderem K-Nearest-Neighbors-Algorithmus ist verwendet geworden, der naive Bayes-Algorithmus, Decision-Trees und abschließend der Random-Forest-Algorithmus, mit dem wir eben die höchste Vorhersagegenauigkeit gehabt haben. Und wie war da dann diese ganze Arbeit mit der Performance? Weil das hat das sicherlich alles auf Anhieb immer super gut funktioniert. Nein, auf Anhieb hat nicht alles funktioniert. Wir haben, bevor wir das approximierte Volumen gehabt haben, waren wir nur bei Vorhersagegenauigkeit bei so 50-60%. Das war eben für einen Einsatz dann im Lager zu wenig. Wir haben dann eben weiters noch Feature Engineering dann gemacht und sind dann auf die Idee von dem approximierten Volumen gekommen. Das ist einfach, das haben wir uns ausgerechnet über, weil das Paketvolumen ist bekannt, das Gewicht des Pakets ist bekannt, dann haben wir uns das Volumensgewicht ausgerechnet, das mit dem Gewicht des Produkts multipliziert, ergibt dann eben ein approximiertes Volumen für das Produkt. Ja, cool. Also, und ich gehe jetzt davon aus, die Zahlen da oben, das sind jetzt die, das ist quasi die Endperformance. Genau, die Vorhersagegenauigkeit bei einer Größe gibt jetzt gibt an, ob die tatsächliche Größe mit der vorhergesagten Größe übereinstimmt. Wir haben ja verschiedene Shops. Das ist jetzt der Durchschnittswert über alle Shops hinweg. In manchen Shops funktioniert es besser, in manchen Shops funktioniert es schlechter. Wir haben dann eine zweite Metrik definiert. Das ist die Vorhersagegenauigkeit bei drei Größen. Die gibt an, ob die tatsächliche Größe unter den drei wahrscheinlichsten Größen ist. Und das ist für das Lager eben sehr relevant, weil man eben den Lagerarbeiter dann eine Teilmenge eben drei Größen aus über 40 verschiedenen Größen geben kann, was eben bei über 95% schon sehr relevant dann ist. Ja, cool. Was waren dann so die Next Steps? Also das war jetzt dieses Modell. Wie ist dann weitergegangen? Das Modell war jetzt trainiert in dem Fall. Und jetzt haben wir das Modell dann auch in den Einsatz bringen müssen und zuerst muss man das dann irgendwo hosten, damit man es anbinden kann. Wir haben uns für die Google AI-Plattform entschieden und dort haben wir ein sogenanntes relativ neues, cooles Feature dort verwendet, was sich benutzerdefinierte Vorhersageroutine nennt. Der Vorteil von einer benutzerdefinierten Vorhersageroutine ist, dass man eben Custom Python Code auf der Cloud ausführen kann. Man kann einen Predictor und einen Präprozessor definieren. Zuerst einmal zum Präprozessor. Das ist einfach, der nimmt quasi die Vorhersageanfrage entgegen. Also die Daten zum Beispiel von einer Lieferung, bereitet die Daten dann auf. Zum Beispiel werden dann kategorische Werte in numerische Werte umgewandelt. Und der Predictor, die zweite Python-Klasse, ist das Hirn, die Steuereinheit mehr oder weniger. Der nimmt auch die Vorhersageanfrage entgegen, gibt es eigentlich an den Präprozessor dann weiter und die aufbereiteten Daten werden dann weiter ans Modell gegeben und zusätzlich kann man dann wieder benutzerdefinierten Python-Code definieren auf der Cloud, wie man eben dann reagiert, wenn eine Vorhersage das Ergebnis vom Modell zurückkommt und es dann wieder zurückgibt. Und die beiden Python-Klassen werden dann zusammen zu einem Quelldistributionspaket zusammengeführt. Und ja, das ist im rechten oberen Teil des Codes dargestellt und gemeinsam mit dem Modell wird das dann auf die Cloud gespielt. Und wie man sehen kann, es ist recht einfach. Wir haben da die Interaktion zwischen Google Colab wiederum und der Google Cloud, der AI-Plattform und über drei Zellen in dem Fall oder vier, wo man einen Namen noch vergibt vom Modell und die Versionsnummer kann man das eben aus Google Colab auf die Google Cloud spielen. Ja, voll cool. Wir arbeiten ja bei NiceJobs relativ wenig mit Python. Wie war dann der Integrationsprozess? Genau, also wir haben das Modell dann noch in unsere Lagersoftware integrieren müssen, in unserem PHP-Code. Wir haben uns dafür für die Google Machine Learning Engine für PHP entschieden. Ist wie das Deployment für Google Colab aus, eigentlich war es sehr einfach und hat sehr gut schnell funktioniert. Man kann sie von der Google AI-Plattform
ein JSON Authentication File runterladen, das eben den Dienstkontenschlüssel dann beinhaltet. Mit dem Dienstkontenschlüssel und dem File kann man dann einen autorisierten Service erstellen und ja, über den autorisierten Service dann das Modell abfragen. Auf das wird da im Detail jetzt nicht näher eingegangen. Der Code, was da dargestellt ist, ist eigentlich unsere zentrale Methode, wie wir ein Modell abfragen. Er hat eben zwei Parameter. Das ist zum einen der Modellname, der einen den Pfad angibt zum Modell, und ein Request Array, das eben die Daten zu den Lieferungen, in dem Fall zu den Instanzen, beinhaltet, für denen eben die Klasse dann abgefragt wird. Und wie man sieht, wichtig da die letzte Zeile eigentlich, da hat man den autorisierten Service über Projects Predict und den Modellnamen, dem Request Array, kann man eben sehr einfach das Modell dann anbinden. Natürlich, man bekommt dann noch einen Response zurück, aus dem man dann die Daten dann noch auslesen muss und so, ja. Und du hast gesagt, also wenn ich mich jetzt richtig erinnere, das Modell ist schon im Einsatz, gell? Also live. In einem Shop ist es zurzeit im Einsatz, also wir testen das gerade, wie sich die Vorhersagegenauigkeit dann im tatsächlichen Einsatz verhält. Wir haben uns im Shop Vedalabo entschieden. Wie man da jetzt sehen kann, im linken Bereich sind drei verschiedene Größen vorgeschlagen. Über Config kann man dann definieren, ob die wahrscheinlichste Größe bereits vorausgewählt ist oder nicht. In dem Fall ist die wahrscheinlichste Größe Paket 2 bereits vorausgewählt und der Mitarbeiter im Lager kann direkt damit beginnen, quasi die Produkte zu verpacken. Wichtig vielleicht noch zu erwähnen ist, dass wir zwei verschiedene Arten oder Möglichkeiten hatten, wie wir oder wann wir die Abfrage oder die Anfrage ans Modell senden. Zum einen hätte man es direkt machen können, wenn der Verpackungsprozess gestartet wird oder bereits vorab, wenn die Lieferungen erzeugt werden. Wir haben uns für Zweiteres entschieden, weil wir dadurch das ein bisschen zeitlich entkoppeln können, weil wenn der Mitarbeiter den Verpackungsprozess startet, würde er nicht auf eine Vorhersage vom Modell dann warten. Also wir speichern dann die Vorhersageergebnisse vorab in die Datenbank und beim Start des Verpackungsprozesses werden die dann quasi aus der Datenbank sofort geladen und stehen zur Verfügung. Cool. Also das ist der Live-Stand. Gibt es schon so Ideen für die Zukunft? Es ist jetzt natürlich geplant, dass man das in weiteren Shops dann integriert. Natürlich muss man die Vorhersagegenauigkeit laufend überprüfen, schauen, ob es hoch genug ist. Und natürlich auch die Vorhersagegenauigkeit verbessern, eventuell die Datengrundlage einfach, dass man bessere Features sucht, die für einen Shop repräsentativ sind. Und also es soll auch durch dem, dass laufend Daten dann auch generiert werden, sollen die Modelle dann auch besser werden und die Vorhersagegenauigkeit auch besser werden. Und auch ein Projekt, was eben spannend ist, was ich schon erwähnt habe, ist die Bestimmung vom Transportvolumen, das wir vorab machen können, eben auf Basis von dem Modell, was wir da erstellt haben. Ja, und so im Nachhinein so Lessons learned, Sachen, die man hätte anders machen können, gibt's da Erfahrungswerte? Ja, also das Datenholen war sehr aufwendig, wie wir das jetzt gelöst haben. Wir müssen jeden Shop abfragen über REST, die Daten dann holen, raufladen auf einen Speicher, von dort mit Google Colab anbinden und dann die Modelle trainieren. Cool wäre natürlich, wenn wir das direkt synchronisieren würden, zum Beispiel über Google BigQuery, dass wir dann automatisch die Daten ans Modell von dem Modell holen können, das Modell trainieren. Und es besteht zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass man die Ergebnisse, die man hat, zurückspielt, dann die Vorhersagegenauigkeit laufend überprüft. Und wenn zum Beispiel die Vorhersagegenauigkeit dann schlechter wird, automatisch einen Trainingsjob dann anstartet. Ja, das sind so die Pläne für die Zukunft, wie man das verbessern könnte noch. Spannend, spannend. Sehr cool. Ja, ich bin dabei mal dann Fragen los, beziehungsweise ich will auch nicht die Leute zu sehr langweilen. Falls es zu diesem Thema Fragen gibt, Anmerkungen oder einfach nur interessante Gedanken, wir freuen uns voll über jeden Austausch. Unsere Türen stehen offen für Graz oder für Saaz und die Kaffeemaschine läuft sowieso immer heiß, also könnt ihr immer jederzeit gerne vorbeikommen. Ich verbleibe einfach mit einem Danke, Michi, fürs Erzählen. Danke an DevJob für das ganze Organisieren und danke an euch daheim, die ich hoffentlich bis jetzt auch noch fertig anhören. Und ja, dann sage ich Danke und man sieht sich. Stay nice. Ciao.